Das ist so einfach. Ihr könnt das so einfach zu Hause nachmachen. Ganz easy. Ihr habt ja gesehen, das war jetzt kein Hexenwerk hier. Heute machen wir gegrillten Spargel mit Erdbeer-Carpaccio, Schalotten-Vinaigrette und mariniertem Lachs. So, jetzt machen wir die Marinade für den Fisch und dafür hacken wir Dill und Thymian sehr fein. Ihr könnt auch einfach beides nehmen. Ihr könnt das auch erstmal ganz grob hacken, das ist auch einfacher. Und dann könnt ihr es nachher nochmal quasi den Feinschliff machen. Das reicht auch schon. Jetzt kann man das einfach nur noch mal hier schön ein bisschen hacken und man riecht das auch schon, wie sich die Aromen jetzt wieder entfalten. Dazu nehmen wir Orange, Zitrone und Limette. Davon brauchen wir jetzt die Schale als allererstes. Habe ich hier so eine schöne Reibe. Das geben wir jetzt genau so hier rein. Wenn ihr keine Reibe habt, dann könnt ihr das natürlich auch mit einem Messer machen. Nur die Schale abschneiden, also hier so ein ganz feines Stück abschneiden. Ihr seht, das Weiße ist jetzt hier dran geblieben, weil das ist bitter, das schmeckt nicht, ja. Und hier haben wir wirklich nur die reine Schale. Ihr seht das auch da drunter, das ist noch richtig schön orange. Und dann kann man das natürlich mit dem Messer ganz fein hacken und das kommt aufs Gleiche raus. So könnt ihr es natürlich auch machen. Und als Letztes noch die Zitrone. So, jetzt haben wir die Schale und dann brauchen wir natürlich noch ein bisschen Saft. Und zwar von allen drei Früchten. Orangensaft, Zitrone und Limette. Die Limette sorgt auch für so eine erste Garstufe, ne? Durch die Säure wird der Lachs im Endeffekt schon so ein bisschen leicht begart. So, dann nehmen wir mein Sommergewürz. Olivenöl. Und dann wird das Ganze so richtig schön vermischt. Und schön auf den Lachs gerieben. Da der nachher nur auf der Hautseite garen wird, kann euch auch die Marinade nicht verbrennen. Wenn ihr die jetzt andersrum, also wenn ihr den Fisch jetzt andersrum garen würdet, dann würde das natürlich verbrennen und das würde sehr bitter schmecken. Deswegen würde ich das nicht empfehlen. Aber wir reiben den jetzt richtig schön mit dieser Marinade ein. So. Und hier ist das nicht anders als bei Fleisch. Eine Marinade muss einziehen. Das heißt, wir lassen das jetzt mal ein bisschen einwirken. Am besten ist es natürlich, wenn man das einen Tag vorher macht. Einfach abdecken, in den Kühlschrank, am nächsten Morgen rausholen oder am nächsten Tag und dann ab auf den Grill. Fertig. Bevor der Spargel an der Reihe ist, machen wir erstmal die Vinaigrette. Ich habe ja gesagt, wir machen heute eine Schalotten-Vinaigrette. Die kommt nachher ganz frisch auf den Spargel drauf. Und dafür werden die Schalotten jetzt in ganz feine Würfel geschnitten. Erstmal die Schale natürlich abmachen. Der Länge nach halbieren. Und jetzt zeige ich euch mal einen kleinen Trick. Und zwar, ich mache das so, und man sollte es zu Hause auch so machen. Ihr schneidet jetzt erstmal längs durch. Aber nicht bis ganz zum Ende, sondern nur bis kurz vorm Ende. Also so, ja. Weil jetzt kann euch die Schalotte nicht zerfallen. Ihr habt die jetzt schön im Griff. Und das Gleiche machen wir jetzt mit dem Längsschnitt, indem wir hier wirklich nicht ganz bis zum Ende die Zwiebel durchschneiden. Also so. Und ihr seht hier, da habe ich nicht durchgeschnitten. Das heißt, die Zwiebel kann euch jetzt nicht zerfallen. So, und jetzt können wir richtig schöne, feine Würfel daraus schneiden. So, die Schalottenwürfelchen, die kommen jetzt hier in diese Schale rein. Dann nehmen wir ein bisschen noch von der halben Orange, die wir noch von eben für den Fisch hatten. Geben wir auch mit hier dazu.
richtig schön auspressen. Dann haben wir noch was Chili. Das schneiden wir jetzt auch relativ klein in dem Fall. Und wirklich einfach nur durchhacken. Wichtig ist, bitte danach die Hände waschen. Ah, wunderbar. Jetzt kommt das auch noch mit dazu. Das gibt natürlich auch noch mal ein schönes Farbenspiel. Dann haben wir Olivenöl. Jetzt machen wir eigentlich nichts anderes als so eine Art Dressing. Ja? Da kommt noch ein bisschen Balsamico-Essig rein. Wieder mein Sommergewürz. Aber wie gesagt, ihr könnt, wenn ihr das jetzt nicht zu Hause habt, könnt ihr irgendwas anderes nehmen. Ne? Eine andere Gewürzmischung, etwas Sommerliches. Ein Avocado-Gewürz zum Beispiel würde auch gehen. Sowas kriegt man ja auch schon mal im Supermarkt. Solche Gewürze kann man für solche Sachen sehr gut nehmen. Und dann brauchen wir einen Löffel. Jetzt verrühren wir das Ganze hier einmal so ein bisschen. Und fertig ist unsere Vinaigrette. Und dann kommt das, was wir hier drin haben, nachher ganz frisch über den Spargel. Das schmeckt sehr, sehr lecker. Ist eine super Alternative zu Hollandaise. Also wer es nicht deftig mag und mal was Frisches haben will, der sollte diese Vinaigrette auf jeden Fall mal nachmachen. Also, wir fangen an mit dem grünen Spargel. Den muss man ja Gott sei Dank nicht schälen, deswegen liebe ich den auch so sehr. Da muss man eigentlich nur das Ende abschneiden. Ja? Es gibt ja Leute, die sagen, wenn man den bricht, dann hat man hier das holzige Ende und das ist das, was man essen kann. Ich persönlich würde das nicht empfehlen, weil dieses Stück, was ihr jetzt hier abgebrochen habt, das ist auf jeden Fall noch frisch. Und das seht ihr nämlich daran, dass das hier sehr, sehr saftig ist. Da kommt, da spritzt nämlich schon der Saft raus. Und das wäre viel zu schade für den grünen Spargel, weil wie wir wissen, Spargel ist nicht günstig. Deswegen Messer und es reicht völlig aus, wenn ihr so ein Stück abschneidet. Schaut mal den Unterschied, ja? Also das reicht völlig aus. Und da schneiden wir jetzt einfach die Enden ab. Und dann ist der grüne Spargel auch schon quasi vorbereitet. Kommen wir zum weißen Spargel. Der wiederum, der muss geschält werden. Und jetzt ist mein Tipp, legt den Spargel so in die Hand, dass der hier quasi wirklich an eurem Arm liegt. Und dann könnt ihr den ganz einfach runterschälen. Und ihr könnt den quasi mit euren Fingern drehen, sobald ihr fertig seid. Und dann könnt ihr den wunderbar schälen, ohne dass euch was abbricht oder sonst was. Das Ende schneiden wir nur ab. Das machen wir noch mit dem Rest und dann haben wir das auch erledigt. So, jetzt fangen wir mit dem Plansche an. Da wird jetzt der Spargel drauf gegart. Dafür machen wir ein bisschen Rapsöl auf die Plansche. Jetzt nehmen wir erst den weißen Spargel, legen den hier drauf und wir lassen ihn richtig schön anrösten von allen Seiten. Also der darf schön Röstaromen haben, weil wir grillen ja und wir wollen Röstaromen haben, auch beim Spargel. So, jetzt geben wir auch den grünen Spargel noch mit dazu und legen den einfach hier zum weißen drumherum. Lassen wir mal mit anrösten. Und ihr könnt schon sehen, der weiße Spargel, oh, schaut mal, der wird schon richtig gut. So muss das aussehen nachher. Überall, genauso beim grünen Spargel auch. Ja, den braunen Zucker, den brauchen wir jetzt. Da karamellisieren wir den Spargel nämlich mit, geben den braunen Zucker wirklich hier richtig schön über den Spargel. Und jetzt passiert nämlich was. Ja? Der Zucker, der fängt an zu schmilzen, es entsteht so ein kleiner Karamellmantel um den Spargel herum. Und das gibt dem Ganzen natürlich nochmal so einen gewissen Kick, weil dadurch wird der Spargel ja nochmal ein bisschen brauner. Und das ist genau das, was wir erzielen wollen. So, jetzt nehmen wir ein bisschen Fond. Das kann Gemüsefond sein, Geflügelfond, Kalbsfond, was auch immer. Bitte kein Granulat nehmen. Das schmeckt einfach nicht. Also Granulat, was man mit Wasser anrührt, sondern wirklich frischen Fond. Den kriegt man im Supermarkt, den gibt es in Gläschen. Ne, das ist quasi so, sieht das dann aus, ganz flüssig. Das ist dann halt schon fertiger Fond. Oder man macht ihn sich generell auch selber. Das geht natürlich auch. Aber man kann ihn auch kaufen. Jetzt geben wir was von dem Fond hier drüber, weil, das mache ich jetzt deshalb, damit der Spargel, der war ja roh und jetzt gart der natürlich noch mal so ein bisschen nach. Wir flambieren hier auch kurz. So muss das sein, Leute, genau so. Das ist Grillen auf Hochtouren, sage ich da.
Das war's auch schon. Der Spargel ist jetzt fast fertig. Ich habe ja hier noch ein leckeres Stück Butter. Und wie sagt man so schön? Butter ist kein Geheimnis. Immer schön ein Stück Butter drauf geben. Ja? Das lassen wir so richtig schön da drauf schmelzen. Wir marinieren den Spargel quasi mit der Butter. Dass diese Butter richtig schön noch da einziehen kann. Nochmal schön ein bisschen in der Butter schwenken das Ganze. Dann nehmen wir eine Platte und der Spargel, der ist jetzt richtig, der hat auch noch so ein bisschen Biss. Aber ihr seht, wie schön der angebraten ist. Oh, herrlich. Auch der grüne Spargel hier. Das kommt jetzt alles raus. Und dann kommt zum Schluss noch die Vinaigrette drüber und fertig. Weiter geht's mit dem Fisch. Der hat ja jetzt schon ein bisschen die Marinade schön einziehen lassen dürfen. Ein bisschen Rapsöl geben wir wieder über die Plancha. Auch nicht zu viel. Heiß werden lassen. Mmh, der riecht schon so gut. Die Zitrone, das riecht richtig frisch. Und es ist so einfach. Also das müsst ihr wirklich nachmachen. Derjenige, der Fisch liebt, der wird dieses Gericht lieben. Ja? Haut ist noch unten dran, das seht ihr hier. Damit zerfällt der Fisch euch dann auch nicht. Und jetzt legen wir das einfach hier drauf auf die Plancha und lassen das auch einfach so da liegen. Wir machen jetzt den Deckel zu und dann darf der schön vor sich hinziehen, so circa 8 bis 10 Minuten. Wenn der fertig ist, dann können wir anrichten. So, wir haben jetzt circa 2 Minuten gewartet und wir schauen mal, was der Lachs macht. Das sieht schon mal ganz gut aus. Man sieht auch hier, glaube ich, lässt sich auch richtig gut anheben. Ich würde sagen, wir stellen die Temperatur jetzt mal ein bisschen runter, damit der uns nicht ankokelt. Und die nächsten 6 Minuten lassen wir den dann auf dieser Temperatur, also wirklich Niedrigtemperatur, noch so ein bisschen nachziehen. Und dann schauen wir mal weiter. So, jetzt geht's an die Deko und dafür brauchen wir die Erdbeeren. Mal probieren. Die sind richtig lecker. Und dann haben wir noch Schnittlauch. Und den schneiden wir jetzt auch wieder in feine Ringe. So. Schön auf dem Teller hier. Man kann auch tiefgekühlten Schnittlauch nehmen. Generell sind tiefgekühlte Kräuter und Gewürze gar nicht mal so schlecht, weil die Nährstoffe und Vitamine sind in gefrorenen Produkten noch viel intensiver oder länger enthalten, als wenn ich jetzt frischen Schnittlauch zum Beispiel nehme. Also von daher könnt ihr auch gerne tiefgekühlten nehmen. Aber der ist dann natürlich nicht so schön fein geschnitten wie meiner. Die Erdbeeren, da schneiden wir jetzt einmal das Grüne weg und dann schneiden wir das in so schöne Scheiben. Sieht sehr schön aus, ist auch einfach super lecker und fruchtig auf dem Spargel, ne? Weil ihr müsst immer so ein bisschen drauf achten, auf dieses Schärfe, Säure, Süße, dass alles irgendwie, diese ganzen Komponenten in einem Gericht vorhanden sind, weil dann ist das Gericht perfekt. Ja, wenn ihr diese Komponenten alle zusammen habt, dann habt ihr ein richtig leckeres Gericht und genau das machen wir jetzt hier mit den Erdbeeren und dem Erdigen von dem Spargel. Da läuft mir schon das Wasser im Mund zusammen. So, die restlichen 6 Minuten sind um. Jetzt schauen wir mal, was unser Lachs macht. Ihr seht, der ist richtig schön gegart. Die Haut wird wahrscheinlich jetzt sehr dunkel sein, aber die werden wir eh nicht mitessen. Lässt sich super drehen und jetzt wenden wir den einmal. Ah ne, geht sogar. Schaut mal, wie toll das aussieht. Einmal umdrehen, schön einmal auf dem Plancha. Bisschen das Röstaromen entstehen von der anderen Seite. Ihr dürft hier auch gerne mal so ein bisschen oben drauf drücken. Wenn man hier so drückt, dann fühlt man auch, wie der Fisch von innen ist. Also wenn er noch mal so ein bisschen Widerstand gibt, dann heißt das, dass der in der Mitte schon noch ein bisschen roh ist. Das heißt, jetzt lassen wir den noch ein bisschen nachziehen und dann ist der richtig schön glasig gleich, wenn wir den von der Haut abziehen. Dafür können wir die Plancha jetzt einfach mal ausdrehen und das einfach nur noch ohne Temperaturzugabe etwas nachziehen lassen. So, wir haben den Lachs jetzt einmal gewendet und wenn der so aussieht, dass der hier so ein bisschen braun ist und die Gewürze richtig schön in diesen Fisch eingedrungen sind und die ganzen Kräuter, Aromen, Zitrone, Orange, alles, was wir da drauf gemacht haben, schön in diesem Fisch jetzt
eingelaufen sind, ja, mit dieser ganzen Marinade, dann ist der Fisch fertig. Und jetzt holen wir den raus. Die Haut geht schon wunderbar ab. Das ist so ein tolles Gericht. Ich liebe Fisch. Jetzt fangen wir an, den Teller anzurichten. Dafür geben wir als allererstes unseren leckeren, gerösteten Spargel. So schichtweise würde ich das machen. Ich pick mir jetzt mal extra die schönsten da raus, damit das hier alles wunderbar aussieht. Aber mir läuft euch auch schon das Wasser im Mund zusammen? Also mir auf jeden Fall. So, und noch einen grünen. So. Dann kommt die Vinaigrette. Die geben wir jetzt einfach hier so wie eine Hollandaise über diesen Spargel. Schön drauf verteilen, noch ein bisschen Sud hier drauf verteilen. Herrlich. Dann haben wir ja die Erdbeeren. Die legen wir jetzt noch so schichtweise einfach hier drauf. Na, das sieht doch super aus, Leute. Also was machen wir bitte hier? Das ist Grillen 2.0, was wir hier machen. Und das ist so einfach. Ihr könnt das so einfach zu Hause nachmachen. Ganz easy. Ihr habt ja gesehen, das war jetzt kein Hexenwerk hier. Ein bisschen Schnittlauch. Ich könnte das jetzt schon so essen ohne den Fisch. Machen wir aber jetzt nicht. So, und jetzt kommt unser Lachs. Schneiden wir jetzt einfach stückchenweise hier so runter. Und ich will euch das einmal zeigen, wie glasig der ist. Schaut mal, wie schön der aussieht. Genauso muss der aussehen, ja? Der ist jetzt richtig schön glasig. Ihr seht auch, wie das Wasser, also wie der Saft davon. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll, weil es einfach nur lecker ist. Und jetzt nehmen wir dieses Stück hier und setzen das einfach nur noch neben unseren Spargel. Man könnte das auch draufsetzen, aber ich finde, das sieht so schön aus. Einfach so da drauf. Ich habe hier noch so ein bisschen Kresse, also ihr könnt jetzt ein bisschen spielen, ja? Ich habe ein bisschen Kresse. Die kann man jetzt noch schön hier drauf verteilen, wenn man möchte. Und noch ein bisschen besondere Kresse kriegt man auch je nachdem im Supermarkt. Da legen wir einfach so ein paar Zupfen hier drauf. Und fertig ist unser Lachsgericht.